Ja, willkommen wieder zu Star Wars. Ja, im letzten Part hatten wir eigentlich viel gehabt, ich weiß nicht mehr genau alles was. Und ja, wie ihr seht, bin ich jetzt nicht mehr über Levian, weil das Spiel gestern anscheinend, also ich habe, na gut, ich habe vergessen zu speichern. Ja, und jetzt haben wir natürlich nur nicht die Raumschlacht gemacht. Ich habe meine Suchdrohne hingeschickt. Und ja, der hat echt viel auf dem Boden. Ist gefährlich. Tja, ein Monclamari-Schlachtschiff, den Helden von Hapes, ein paar X-Wings und sonst eigentlich nichts Besonderes. So, aber jetzt müssen wir uns erstmal hier wieder weiter aufbauen. Ich denke, ich super gerne mal, genau, mal eine schwere Werft bauen, damit wir auch mal dickere Kampfläufer produzieren können. So, ja, im letzten, ich habe hier auch, glaube ich, ja genau, ich hatte ja auch ein Victory-Kreuz hingesetzt. So, ich bin mal gespannt, was wir hier bauen können. Habe ich die Tipps nicht ausgeschaltet? Ne. Okay. Also anscheinend nehmen die Rebellen alles von den Hapes-Truppen ein. Wirtschaft haben die echt viel, ja, die Tierkräfte jetzt nicht so ganz. So. Bereit. Aber ich verstehe nicht, warum die Interdiktos so teuer sind. Heftig. Naja. Konstruktion abgeschlossen. Was haben wir denn hier jetzt? IDT-Fregatte. So ein Läufer. Können wir nicht auch eine schwere werfen? Ja, genau. Ich brauche mal einen. Eine verbesserte Fabrik. Wir bauen mal, brauchen mal ATATs. Bereit. Ich glaube, hier kann ich dann eigentlich einen Zweck machen und dafür hier so ein Steueramt bauen. Als Ausgleich. Wir brauchen unbedingt Geld. Ich werde hier noch zwei Suchdrüsen bauen, um den Planeten im Blick zu behalten, was da passiert. Vielleicht mal neu alteren. Gegnerische Flotte, Gravan, okay. Der wird jetzt hier angreifen. Das heißt, wir können eigentlich, glaube ich, in, ja, dann auf Levian wieder angreifen. Okay. Raumschlacht über Gravan 5. Oder, ah, ich kenne immer noch nicht die Zahlen. So, ich hoffe, ich spreche jetzt ein bisschen deutlicher. Ich habe gemerkt, also mich hat auch angeschrieben, dass ich so undeutlich spreche. Also Stimmqualität so schlecht ist. Komisch. Ich kann auch irgendwie das Mikrofon nicht umstellen. Man kann das ja bei Soundoptionen eigentlich höher stellen. Das geht nicht bei mir. Ich kann da nichts drehen. Finde ich ganz schön komisch. Naja. So. Jetzt decken wir. Jetzt ist die ganze Karte nicht aufgedeckt. Komisch. Mal ist aufgedeckt, mal ist sie nicht aufgedeckt. Das sind ungefähr unidentifizierte Schiffe aus dem Überraum eingesprungen, ja, weiß ich. Das sind die Feinde. So, müssten wir eigentlich schaffen, die Feinde abzuwenden. Ja, hier sind sie. Ja, das ist das Einzige, was gefährlich ist. Ich hoffe, wir kriegen ihn diesmal getötet. Yep, alle bitte hier kommen. Ja. Komm auch mal bitte mit. Und du auch. So. Ja, normalen Force of Corruption haben die, glaube ich, nur hier vorne geschützt. Hier zwei, mehr nicht, oder das. Und hier, glaube ich, ein bisschen mager, finde ich, für so eine Victory-Fregatte. Aber jetzt ja Gott sei Dank ein bisschen mehr Geschütze. Ich die auch mal drehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eigentlich der Anführer ist von den Feinden. Ach komm, du sollst dich bitte hier hin drehen, dass wir da die Schiffe bekommen. Ganz schön viele TIE Fighter, ne? Also Bomber sind hier hinten, die brauchen wir wahrscheinlich gleich. So,
was kommt, was schleicht sich hinten lang? Ach, X-Wings, das ist jetzt nicht so schlimm. Komm mal bitte hier hin. Ich knapp hält noch ein bisschen. Oh, da kommen Y-Wings. Sie ziehen sich zurück. Okay. So. Ihr bleibt auch mal hier. Obwohl hier drauf, die schleichen sich hier dran vorbei. Mann, Mann, Mann. So, wie sieht's hier aus? Ach, die Y-Wings kommen näher, aber werden direkt abgeschossen von unseren Anti-Jäger-Schiffen. Ich will auch mal Zeit, dass, also mit nicht Zeit, aber Hauptsache wir schießen jetzt alle ab, bevor die gefährlich werden. Zack, 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 zack. Bloß weg mit den Scheiß. Da ja, kommen ordentlich Verluste. So, jetzt kommt der Feind mit seinem Schlachtschiff. Gut. Ja, Bomber bitte immer da drauf. Na komm, 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 komm. Weg da! Egal, ist jetzt eh nicht so schlimm, weil es ist eh nicht mein Schiff. So gut, das ist doch mein Schiff, aber ich meine jetzt von... dass ich die bezahlt habe. Schieß mal mit drauf. So, jetzt können wir endlich mal in Angriff gehen. Gehe ich mit allen Schiffen hier runter. Ganz schön nervig, dass der Held immer kommt. Was? Wo kommen die denn her? Sind auch noch Feinde? What the fuck? Och, komm. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Jetzt kommen noch Sternzerstörer von den Feinden, oder was? Na gut, die können ja aufräumen, aber trotzdem. Was soll das? Ist doch vielleicht schon wieder zum Kotzen. Die haben wir nichts. Ja, ihr macht, bekämpft euch mal gegenseitig. Du kümmere dich mal um das da. Das ist natürlich dumm. Na wenigstens kann jetzt nicht flüchten. Aber wie sind das denn jetzt feindliche Schiffe? Ich verstehe nicht. Ich dachte, wir sind das Imperium. Oh, du verlierst mir ein bisschen zu viel Schild. Das finde ich nicht gut. Dreh mal ab. So, Helms, das Helmschiff ist, wurde zerstört. Oh, ich hoffe, die kommen jetzt nicht direkt alle an. Ich finde das ganz schön behindert. Oh, sowas ist doch einfach nur ja behindert, wenn jetzt diese Schnitzel. Ich verstehe nicht mal, was die wollen. Sind wir nicht eigentlich ein, sind wir nicht vereint sozusagen? Oder sind das Leute, die den Anführer jagen, den ich spiele? Boah, besonders wenn die alle kommen. Scheiße. Aber warte, wenn sich die Rebellen zurückziehen, dann brauche ich vielleicht die Sternzerstörer nicht mehr vernichten. Na, gut. Keine Ahnung, was die wollten. Komisch, komisch. Ich muss die Verteidigung hier echt erhöhen. So, sieht's hier aus. Okay. Und wir haben hier bei mir jetzt halb zehn schon. Heftig. Die Zeit ging echt schnell rum. Gucke ich mal jetzt nochmal den Planeten an. Und holen wir gleich noch eine Subdrohne. Sieht es jetzt hier oben aus? Okay, wir können den Feind eigentlich jetzt angreifen.
speichere nochmal. Oh, ich habe keine Stoppu gestellt. Behinderter Affe, ey. Mal sagen, dann greifen wir jetzt hier noch Levian an, zumindest die Raumschlacht, dann gucken wir mal. Ich schätze mal, die hat jetzt so 10 oder so, 15 Minuten gedauert. Ich habe es nicht drauf geachtet oben. Rechts. Jetzt dürfen wir noch mal hier angreifen, du Mächtler, ich habe echt vergessen, das zu machen. Und ich hätte, okay, ich hätte es nochmal offscreen machen können, aber da waren jetzt die anderen Feinde und ich wollte ja noch die Vernichtung mitmachen. So. Wie immer ziehen wir unsere Schiffe alle zusammen, da haben wir die nochmal nochmal Sternzerstörer. Wir haben den Gegner gefunden. Oder was? Sternzerstörer in Bereitschaft. Oder meinen die damit? Unterwegs zu den Koordinaten. Hoffe ich mal, nicht, dass schon wieder Sternzerstörer mich nerven und kommen von unten, deshalb ziehe ich mal lieber schnell hier unten ab. Sollten wir schaffen eigentlich. Ich habe jetzt immer die Schiffe zusammenlassen, da haben sie echt viel mehr Feuerkraft. Ja, ihr habt keine Chance, ihr kleinen Dinger. Treffen die echt nicht, ne? Wohl ja doch, aber machen echt wenig Schaden. Ja, der nervt mit seinen Scheiß, dass unsere Jäger abknallt. Ja, da sind sie schon wieder. Umdrehen, die vernichte ich jetzt mit euch. Die vernichte ich jetzt. Wer ist denn das überhaupt, die Roten? Das ist die Hapes? Egal, ich drehe mich in Angriffsposition und wir vernichten diese Affen hier. Was ist das denn hier? Ah, ein Sternzerstörer. Gut, den müssen wir wahrscheinlich als erstes erst ausschalten. Gut, dann drehe ich mich um und vernichte die Feinde hier. Was auch immer die hier gerade wollen von mir. Alle Mann da drauf. Ich weiß ja nicht, was sie von mir wollen, aber wir zerstören die jetzt einfach mal. Du schießt mal da drauf. Oh, der hält aber auch aus, ey. Das Schild. So, komm weg damit. Stimmt von Forns Truppen. Ich vernichte dich jetzt einfach mal. Damit die uns nicht mehr nerven. Ich weiß nicht, was die wollen. Ob die uns jagen oder so, aber... Das war's das eh mit den Schiffen. Na, halt nur ziemlich doof, ne? Wenn die jetzt immer kommen. Aber wir vernichten die jetzt und dann ist Schluss im Schacht. Weg damit und jetzt mit dem Schiff. Alle Mann da drauf. Die haben aber auch krasse Schilde, ne? Die halten doch echt ordentlich mal so eine Salve aus vom Sternzerstörer. Besonders kämpft ihr zusammen oder seid ihr Feinde, weil dies. Weil da das Kanonenboot mich auch noch angreifen will. Wir sind gleich da. Lass mich bloß in Ruhe. Oder die jagen das sind die Rebellen selbst. Und ja, ich würde mal sagen, die Rebellen selbst. Nur halt sind unsere Feinde, ne? Und wir müssen dann halt sozusagen gegeneinander kämpfen. Eröffnet das Feuer. Naja. Ist halt so, dass Krieg hier in dem Spiel. Aber eigentlich interessante Idee, dass auch ja, andere Schiffe jetzt kommen können in die Schlacht. Gut, das war beim Allianz-Mod auch so, aber es war immer die Black Sun, die kam ab und zu mal. Naja, lustig. Haben wir sie jetzt vernichtet. Ja, wieder mal die Kraft, wenn man die Schiffe zusammenlässt, weil die dann deutlich, also die Feuerkraft bleibt gleich, aber die können dann alle gleichzeitig schießen und sozusagen so ein, ja, wie ihr seht hier, die zerfetzen die Schiffe einfach so, die Jäger kommen auch nicht näher, weil die Korvetten
Also die hier, die paar, ja, Korvetten halt, unsere Schiffe vor den Bombern schützen. Ja. So, dann wollen wir angreifen. Du kleines Ding da, ey. So, alle Mann hier ran. Ja, die Bomber, bevor sie in Reichweite kommen, sind eh schon abgeschossen. Ah, die schießen trotzdem. Ah, die können ja nicht durch ein Schild hier kommen. Er schafft das gar nicht, ne? Ne, deshalb greift man die Raumstation an. So, ja. Das ist übrigens kein Furz, das war mein Mund, ich wollte so machen, dann irgendwie, ja. Möchtet ihr mal bitte die Bombe abschießen? Ihr braucht nicht alle auf die Raumstation schießen. Wäre nämlich besser, wenn ihr die ganzen Bomben abschießen würdet. Nur mal so als nebenbei. Weil die Bomber die ganze Zeit auf uns schießen. Wir haben keine Chance, ihr seht, die zerfetzen wir einen nach dem anderen weg. Einfach mal so mal gucken im Filmmodus. Ich möchte aber irgendwie so einen Sternzerstörer nehmen. So ein kleines Ding da, als ob du jetzt noch den Angriff verhindern könntest. Aber die Dinger halten aus, ne? Ich schwung mal ein bisschen vor. Alter, ihr sollt doch bitte die Bombe abschießen. Ich habe hier 5 Stück von denen. Aber das war's jetzt, der hat keine Chance mehr. Ja, yep, jetzt haben wir nur noch die restlichen Bomber und die Jäger, ja, na gut, eigentlich nur noch die X-Wings. Und oder hier unten? Ne, hier unten ist nur noch eine Korvette. Ja, Rebellen, zieht euch zurück. Könnt ihr nicht mehr das Unausweichliche verhindern. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, beende ich hier vielleicht den Part. Ich weiß ja nicht, wie lange der ist. Dieser Raumschot hat jetzt, glaube ich, 7 Minuten gedauert. Zumindest auf meinem Timer ist das so wahrscheinlich nur 6. Ja, doch 7 Minuten knapp. Genau, würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.